Ja, morgens Leute, hier haben wir Fabian und ich bin's Erik und mit was beschäftigen wir uns heute? Wir haben für euch den Faro Flash Modus getestet und verglichen mit den normalen Messungen und darüber werden wir euch berichten, was so die Ergebnisse sind. Und wenn ihr wissen wollt, wie genau kann man mit Flash arbeiten zu normalen Stationierungen, dann wie immer hier schon dranbleiben. Ja, Leute, was hat es mit Faro Flash auf sich? Unseren Flash-Test, der uns geflasht hat. Also für die Historie, wer jetzt hier nicht so der Faro Insider ist, im Frühjahr hat ja der Hersteller Faro, den wir hier sehen, den Faro Flash rausgebracht. Die Funktion Faro Flash. Ja, und dann konnte man die irgendwie Anfang Sommer dann buchen. Das ist sozusagen wie so ein Abo-Paket, dass man die Funktion nutzen kann mit einem anderen Messmodus. Und haben wir jetzt gesagt, wir testen das Ding mal im Hardcore-Einsatz, um mal zu sehen, was rauskommt. Und vielleicht kann Fabi nochmal hier den Kunden ganz kurz zusammen was Flash ist zu normalen Scans. Genau. Prinzip, dass ich einfach meine Messung verschneller, indem ich gar nicht den Spiegel langsamer werden lasse nach der Messung, sondern der Spiegel kontinuierlich durchrotiert. Für diesen Flash-Modus sehen wir schon, brauchen wir die Panoramakamera auf dem Scanner. Und wie ich gerade gesagt habe, ich starte dann die Flashmessung und im Prinzip rotiert der Spiegel die ganze Zeit auf gleicher Geschwindigkeit weiter. Mist, sobald ich quasi auf Messen drücke, wir hatten dazu schon mal ein eigenes Video, könnt ihr auch sehen auf dem Kanal. Und das Ganze soll die Messung letztendlich beschleunigen. Das heißt, also wir brauchen bloß noch so 20 bis 25, maximal 30 Sekunden pro Messung, pro Standpunkt. Und ja, damit kommt man eben relativ schnell durch, vor allem Indoor-Bereiche, Bereiche, die gut zugänglich sind. Dafür soll eben Faro Flash auch Vorteile bringen. Ja. Und wir wollten letztendlich wissen, wie genau ist das? Kann man das mit einer normalen Messung vergleichen? Wie viel schneller bin ich? Was sind meine Vorteile? Ja, ich sag mal was zum, wo wir es gemacht haben. Und zwar haben wir das in einem Laborgebäude gemacht von der HTW Dresden. Und das Laborgebäude haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist sowieso ein Multilabor, da sind verschiedene Fachbereiche drin, aber die Vermesser haben sich das natürlich auch genutzt, weil das eine ziemlich massive Halle ist. Ich glaube, da sollten früher mal irgendwie so für die Verkehrswissenschaften so Züge drin gemacht werden. Mhm. Also ein richtiger Klopper, würde man so sagen. Genau. Und das ist schön stabil und da haben die Vermesser sich gedacht, das ist unsere Experimentalhalle und haben das ganze Ding mit Passmarken dazu gepflastert und vermessungstechnisch hochgenau eingemessen. Und die haben uns natürlich ihr Messnetz zur Verfügung gestellt, das heißt, die ganze Bude ist mit Messmarken voll. Und da haben wir gesagt, das ist ja optimal, ja, weil dann gibt es da Vergleichsdaten und da können wir ja mal die Messmethoden gegeneinander testen. Und das haben wir gemacht. Richtig. Hier ja, haben wir schon mal den Blick von außen. Genau. Also man, wie man es kennt, eben eine größere Halle aus der Industrie. Hier auch mit viel ja, Experimenten und Aufbauten vollgestellt. Ja, aber es ist jetzt sehr realistisch. Das könnte jetzt auch eine Werkhalle sein oder sowas halt. Ne? Ist jetzt nicht so irgendeine Fake-Halle oder so. Also wir hatten auch das Angebot, in so ein Parkhaus zu scannen, aber da habe ich gesagt, so, hey, so ein Parkhaus, das ist nun jetzt auch wirklich perfektional für solche Geschichte. Das ist eigentlich nicht realitätsnah und das ist so, wie eigentlich die reale Welt aussieht. Genau, also wir haben eine Mischung hier aus manchmal engen Gängen, manchmal ja, glänzenden Oberflächen, normalen Oberflächen, Hallensäulen. Das heißt also recht viel Konturen auch, an denen wir uns orientieren können. Im Prinzip wir sind ja noch in die Seitenbereiche reingegangen, teilweise, wo sie offen waren. Ne? Und auch in die Seitenbereiche, genau. Ja, wir haben verschiedene Szenarien mit Flash getestet. Zum Messgebäude. Wir haben das mal nachgemessen. Wir hatten was für eine Grundfläche? Ungefähr 1200 Quadratmeter. Jo, und du hast da gebraucht mit dem stationären Faro-Scanner? Ungefähr 2 Stunden. Dabei habe ich verwendet die Auflösung 1/5 und dreifache Qualität, so wie ich es jetzt in der Praxis bei meinen Projekten auch machen würde. Und bei Flash? Genau, beim Flash haben wir ungefähr die Hälfte der Zeit gebraucht, das heißt nur 1 Stunde, haben dabei aber auch weniger Auflösung. Flash hat irgendwo eine Auflösung so unter einem Achtel, knapp unter einem Achtel. Und dementsprechend ist das auch schneller. Wir müssen jetzt halt bloß schauen und gucken, ob das Ganze noch ausreicht für das, was wir eigentlich vorhaben. Naja, hier sind Industriesachen. Ich meine, für so ein Bürogebäude mit einzelnen Räumen würde ja eine Achtel eigentlich locker reichen. Genau, also ich kriege trotzdem noch genug Punkte, um alles Mögliche an baulichen Strukturen und so weiter erkennen zu können. Haben wir mit Flash dann mehr Scans gemacht? Nee, wir haben beides auf die gleiche Scannerzahl beschränkt, damit wir einen vergleichbaren Wert haben. Also wir haben beide Male 60 Scans gemacht. Eventuell würde man normalerweise auch beim Flash ein paar mehr Scans machen. Wir haben es aber jetzt einfach mal gleich gelassen, um es vergleichen zu können. Okay.
Und gesagt, da haben wir dann diese 1200 Quadratmeter in einer Stunde aufgenommen. Also wenn du das jetzt mal hochrechnen würdest, mal 8, das wäre schon ziemlich brutal. Aber das ist jetzt mal ein theoretischer Wert, nicht, dass hier gleich Auftraggeber ist und sagt, hier, mein Dienstleister muss hier 1000 Quadratmeter mit dem Fahrhofscanner am Tag machen. Genau. Wir werden dann hier gedisst hier für solche Superzahlen. Da müssen natürlich auch die ganzen Bedingungen stimmen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben auch bei der Flash-Messung noch normale Scans gemacht. Wichtig ist noch zu wissen, bevor wir jetzt hier gleich einsteigen in die ganzen Facts, dass eben bei der Flash-Messung kein Neigungssensor verwendet wird. Das heißt also, ich habe 6 Stabilisierungsscans im Grunde gemacht, wo eben dann, also wo ganz normale Auflösung gefahren wurde, die mit den Scans, Flash-Scans verknüpft werden. Und durch die ich dann eben auch meine Neigung habe, meine Neigungssensordaten. Und wir haben aber hier automatisch noch Kameraaufnahmen mit. Und das, genau. Also in dieser Stunde, was wir gesagt hatten, die wir mit dem Flash gescannt haben, habe ich gleichzeitig eine kolorierte Punktwolke. Bei den 2 Stunden vorher mit der normalen Auflösung ist das eben nicht so. Ja, und da haben wir den Fall, dass wir hier aber wirklich in einer Stunde dann Daten haben, die hinterher absolut verarbeitbar sind. Also da ist jetzt nicht noch eine zusätzliche Vermessung erforderlich oder irgendwas. Wir haben eine Stunde gemessen, zack, haben wir die Halle aufgemessen. Genau, richtig. So, also das kann man so stehen lassen. Wow, das ist der Fakt. Halt. Das kann man so stehen lassen. Genau, ich bin mit beiden, Vielleicht zeigst du mal hier die farbige Punktwolke hier vielleicht nochmal ganz kurz. Kann man das machen? Die farbige Punktwolke, genau, weil wir schon davon geredet haben, sehen wir hier. Das heißt also, die Farbe, wie gesagt, kommt nur von der Panoramakamera, die oben aufgesetzt ist. Mittlerweile liefert diese auch gute Ergebnisse. Das sieht brillant aus, finde ich eigentlich. Genau, die Parallaxe ist gar kein so großes Thema mehr. An manchen Stellen erkennt man die noch etwas. Aber so, man sieht es, es lässt sich eigentlich alles erkennen, was so wichtig ist, was man so erfassen möchte an Farbe. Aber ich finde so von der Farbbrillanz ist das fast ähnlich wie die originale Kamera, oder? Das nimmt sich nicht viel, oder? Ja, genau, die Farben kommen ganz gut rüber. Die Bedingungen waren auch ganz gut in der Halle, muss man dazu sagen. Ja, weil wahrscheinlich viel Licht war. Genau, also man muss immer schauen, die Bedingungen waren jetzt ganz gut. Natürlich hat die Panoramakamera auch weniger Auflösung. Also wenn ich jetzt das Panorama öffne, können wir mal hier parallel machen, dann würde ich wahrscheinlich weniger Details erkennen als bei der internen. Okay. Die interne fährt ja so ungefähr über 200 Megapixel und bei der Panoramakamera haben wir 16 Megapixel. Ja, okay, ist doch. Genau. Aber okay, meistens nutzen die Leute ja wirklich bloß, um zu gucken, wie sieht es da aus, was ist da los. Ich finde sie trotzdem echt geil aus. Ja? Genau. Wenn man die auch standalone nutzt, die kann man ja auch standalone nutzen, das für 1000 Euro, ist ein Kracher halt. Ja. Ja. So, jetzt habt ihr mal die ganzen Facts. So, und jetzt kommen wir hier mal zu dem Punkt. Dann haben wir Folgendes gemacht, oder das kannst du ja sagen, in der Auswertung. Genau, also wie gesagt, wir sind mit 2x60 Scans in die Auswertung gegangen. Das heißt, 60 Scans ohne Flash, 60 Scans mit Flash. Wie gesagt, bei den 60 Scans mit Flash haben wir 6 Scans, die eben normal gemacht wurden als Stabilisierung. Die nennen die Anker-Scans, oder? Ich glaube, so werden sie nicht genannt, aber also zumindest die haben die Funktionen. Ja, okay, ist klar. Die haben auf jeden Fall die Funktion, wie so ein Anker-Scan. Prinzip ist, wie gesagt, dabei normalerweise, auch in der Praxis, würde ich Flash niemals alleine verwenden. Das heißt also, wenn ich ein Gebäude aufmesse, würde ich das immer nur für bestimmte Bereiche nehmen und dann die wichtigen Bereiche, vielleicht Verknüpfungsbereiche, immer normal scannen. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Ich bin mit beiden reingegangen. Ich habe bei den normalen Messungen 6 GB an Rohdaten produziert, bei der Flash-Messung 3 GB. Ja, einfach aufgrund dessen, dass die Flash-Messung weniger aufgelöst ist. Und bin dann mit beidem rein ins Pharosynapse importiert, bin dann aber direkt ins Scentra rüber. Scentra hier, für die Leute, wenn die jetzt so neu sind, das ist so eine Software, die haben wir im Angebot, das ist eine deutsche Software, die sich halt nur auf Registrierung beschäftigt hat und wir haben da für uns rausgefunden, dass das für einige von unseren Projekten halt sehr nutzvoll ist. Scentra bietet eben die Möglichkeit, meine Ergebnisse super zu kontrollieren und auch genau zu sehen, okay, an welchen Stellen sieht es ein bisschen schlechter aus, die Registrierung, wo könnte es zu Verschiebungen kommen, zu vielleicht doppelten Wänden oder im Zweifel, haben wir die Aussage, ob meine Registrierung passt. Haben wir Scentra jetzt zur Analyse genommen oder haben wir einen Datensatz mit Scentra auch nochmal getuned? Wir haben beide mit Scentra getuned sozusagen. Ich habe beide in Scentra registriert, um einfach zu wissen, okay, wenn ich da eben reinpacke, wie sieht das aus, kommt da der gleiche Wert am Ende bei raus? Man redet immer von dem S0-Wert dort bei Scentra. Der ist bei beiden ähnlich. Das heißt also, wir können sagen, dass die beiden Registrierungen vergleichbar sind. Ich habe das danach nochmal probiert mit einer Cloud-to-Cloud in Pharosyn. Das heißt also, ich habe beide über beide Hallen, ohne Flash, mit Flash, habe ich eine Cloud-to-Cloud drüber gerechnet. Ähnliches Ergebnis. Okay. Das heißt also, ja, die Registrierungen sind beide gleich behandelbar. Die
liefern jetzt keine unterschiedlichen Ergebnisse. Das heißt irgendwie, dass die Flash-Variante auf einmal 3 mm mehr abweicht als die normale, sondern die sind sehr, sehr ähnlich. Da können wir hier mal reinspringen. Du hast ja das hier, glaube ich, irgendwo, glaube ich, drin, den Datensatz. Da haben wir mal die beiden Datensätze hier übereinander gelegt. Genau. Welche Farbe ist was? Genau, die rote Farbe ist der Flash-Modus. Man sieht es hier einfach mal zum Beispiel an der Säule. Rot zu grün passt sehr, sehr gut. Ja, das ist irgendwo unter einem Millimeter oder zwischen 1 und 2 Millimetern, was das vielleicht voneinander abweichen könnte. Das ist ja die Messgenauigkeit von dem Scanner vom Prinzip. Genau, ja. Richtig. Das heißt ja. Also, ja, die interne Genauigkeit oder die interne Geometrie ist auf jeden Fall ja, gleich bei beiden. Ich habe das über die gesamten Hallensäulen abgecheckt, über die gesamten Und wir haben hier auch noch Schnitte. Doppelmessungen drauf wahrscheinlich auf einigen Elementen, dass du dann an den Wänden halt von mehreren Scan-Positionen die Daten siehst halt. Ne? Genau. Wir haben jetzt hier einen Horizontalschnitt. Ich habe auch Vertikalschnitte gemacht. In der Höhe sieht es genauso aus. Genau. Somit kommen wir jetzt schon mal, haben wir den Bereich der Registrierung abgeschlossen. Wie gesagt, in verschiedenen Softwarelösungen definitiv miteinander vergleichbar. Was uns aber dann aufgefallen ist, genau bei der Analyse hier, bei der visuellen Analyse im Pharoscene, wo ich beide übereinander gelegt habe, es fällt auf, dass die Flash-Messung einfach mehr rauscht. Ja? Das heißt also viele Streupunkte und auch Kantenartefakte, die zum Teil nicht von der Software weggelöscht oder rausgefiltert werden können. Das sieht man hier zum Beispiel ganz gut hier, glaube ich, wenn man hier rüber geht, jetzt hier ein bisschen hier so. Genau, wir zoomen da mal ein bisschen näher ran. Man sieht hier ganz deutlich Kantenartefakte, wenn man hier auch noch ein bisschen näher ranzoomt. Man sieht da die Grünen, das sind die von dem Terrestrischen, der hat die Artefakte ganz wenig oder fast gar nicht. Genau. Und beim Flash zieht er halt. Genau. Das würde ich sagen, liegt daran, dass die natürlich da mit einem Achtel und wahrscheinlich auch noch viel schneller messen, also mit der Messgeschwindigkeit der Punktwolken. Mit der Qualität. Genau, die Qualität, da hatten wir jetzt noch gar nicht zugesagt. Wie gesagt, bei der normalen Messung dreifach, bei der Flash-Messung kann man nicht genau sagen, so als Anwender, was jetzt für eine Qualität eingestellt ist. Ich gehe persönlich davon aus, dass es einfache Qualität ist. Mhm. Heißt also keine Mehrfachmessung, keine Mittelung der Ergebnisse. Was wiederum heißt, dass eben Punktrauschen mit inkludiert ist. Ja, wenn ich also schnell messen möchte, kann es auch mal sein, dass viele Punkte auch mal abweichen, also rauschen oder halt Kantenartefakte sich bilden. Damit muss ich dann leben, wenn ich schnell sein möchte. Ja. Naja, also ich vermute mal, einfach ein Gespür mit den Faktoren. Bei Pharoscanner ist bei Faktor 4, das ist die Geschwindigkeit, wo eigentlich immer die ganzen Spezifikationen angegeben sind. Und wenn wir dann auf Faktor 3 wechseln, war früher mal so die Regel, dann geht das Rauschen mit Wurzel 1,2 hoch. Nee, also warte mal, 1,2? Nee, Wurzel 2. Warte, stopp. Also, wenn wir dann hochgehen, dann geht das Rauschen, glaube ich, so mit Wurzel 2 nach oben. So ein bisschen. Und wenn du natürlich dann vielleicht beim Flash wirklich quasi auf Faktor 4 mal schneller misst, von 4 auf 1, dann haben wir natürlich ein großes Rauschen. Genau. Und dann kriegst du diese Artefakte nicht mehr raus, weil du dieses Ausmitteln während der Messung nicht hast. Genau. Also letztendlich ist es dann so ein bisschen so ein Kompromiss aus Geschwindigkeit und dann eben eventuell einer Punktwolke, die nicht ganz so gut aussieht. Wir haben das, wie gesagt, jetzt in einem größeren Bereich getestet. Normalerweise, wenn ich jetzt eine Wohnung schnell aufmessen möchte, habe ich ja kleinere Bereiche, vielleicht nicht ganz so viele Streupunkte. Und wenn da was streut, interessiert es mich wahrscheinlich nachher trotzdem nicht. Wenn ich dann eine 2D-Zeichnung oder 3D-Modellierung draus mache, kann ich das ja quasi ignorieren. Ja? Für die Visualisierung kann es ja so ein bisschen störend wirken, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist halt ein Kompromiss aus Geschwindigkeit und ja, Qualität der Punktwolke. Was wir sagen können ist, also geometrisch passt das sehr gut aufeinander. Genau. Wir haben hier deutlich mehr Rauschen oder nicht Rauschen, vielleicht nicht, aber Artefakte, weil es wahrscheinlich aus dem Modus nicht rausgeht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich ein Bürogebäude aufmessen wollt, wo das hier nicht so die Rolle spielt, ja, und ihr die Daten vielleicht auch nicht rausgeben wollt, sondern ihr zeichnet das selber oder sowas, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit. Und ihr müsst halt wirklich sehen, ne, 1200 Quadratmeter, eine Stunde, ohne jetzt noch heimliche, ach, da müssen wir noch ein paar Referenzpunkte reinmessen und ein paar Stützpunkte und so. Nee, das war wirklich eine Stunde draußen gemessen, 1200 Quadratmeter gemacht. Also ich behaupte auch, das ist unsere Zeichenabteilung, ein BIM-Modell könnte man daraus immer noch basteln. Ja. Es ist halt immer nur, sieht halt nicht so schön aus, aber es sind ja 100%ig nutzbare Daten. Also da muss man sagen, wir finden es interessant. Ja, wir müssen halt mal gucken. Wir wollten das jetzt mal machen, weil
Flash wird noch nicht so viel in der Praxis verwendet. Ich glaube, weil das ist halt neu. Die Leute haben da keine Erfahrung mit. Mhm. Und wir waren ja auch happy, dass wir jetzt mal eine Area haben, weil das bringt jetzt auch nicht zu Flash, sagen wir mal, in seinem Büro zu testen. Wir haben es jetzt echt mal in einem großen Bereich getestet, weil wir gesagt haben, bevor wir das mal zum Real, zu einem Projekt mitschleppen oder das irgendwelchen Kunden empfehlen, wollen wir halt zumindest mal selber was sehen. Und da müssen wir sagen, ja, qualitätsmäßig kriegen wir das voll hin mit dem Ding halt, ja. Genau, also ich werde auch das Fazit ziehen aus der ganzen Sache, dass ich den, ja, die Panocam und den Adapter definitiv zu meinen Serviceprojekten, wenn ich Messen fahre, mitnehmen werde und Flash auf jeden Fall einsetzen werde, sobald es möglich ist. Ja, wie gesagt, das ist nicht in jeder Situation anwendbar, aber wenn dann mal ein Gebäude vermessen wird, da steht eine Wohnung leer, die Wohnung muss schnell aufgemessen werden, einfach durch mit dem Flash und dann habe ich die Ergebnisse da. Ja, also das, da kann man jetzt darauf vertrauen, dass es auf jeden Fall gute Ergebnisse liefert. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesem Messmodus durfte eigentlich der Faro mit dem Flash halt, das hatten wir ja schon mal in unserem damaligen Video erwähnt, so fast mit der schnellste Scanner, terrestrische Scanner auf dem Markt sein in diesem Messmodus. Da gibt es meines Erachtens nichts mehr Schnelleres. Mir jetzt nichts bewusst halt, dass du da noch was hast, was da genau, von der Zeit da noch gegenmetert. Wie gesagt, das ist halt kein reiner Messmodus, den man immer verwenden kann, deswegen nur in Kombination zu betrachten, aber insofern, was jetzt die Schnelligkeit angeht, habe ich auch noch nichts Schnelleres erlebt. Ja, okay. Also, unsere Zusammenfassung ist das Schnellste und wenn das beim Projekt passt, dann kann man es definitiv mal nutzen, aber es passt halt nicht überall hin. Genau. Gut, wenn ihr davon noch mehr wissen wollt über den Flash-Modus, wir werden dazu auch noch einen Anwenderbericht auf unserer Webseite veröffentlichen, wo wir das Ganze nochmal in Schriftform alles zusammenfassen. Ja, wir wollen nochmal das bei unseren Daten, vielleicht reden wir nochmal mit den Jungs von Scentra, die ja nun wirklich die absoluten Registrierungsprofis sind, bevor wir hier natürlich hier irgendwelche Genauigkeitsvermutungen rauslassen. Das ist ja nicht unser Style. Ja. Da wollen wir lieber nochmal die Leute, die da richtig Plan haben, dass die nochmal rüber gucken, dass das, was wir dann auch sagen, auch so ein bisschen Hand und Fuß halt ein bisschen. Genau. Ja, da wollen wir jetzt nicht hier irgendwas in den Markt rausposaunen, wo dann wir dann uns dann vorhalten lassen müssen, dass es dann vielleicht nicht ganz der wissenschaftlichen Ansatz standhält halt. Also das wollen wir jetzt nicht machen. Wir haben jetzt einen optischen Check gemacht, aber da kann man schon mal sehen, dass es da auch okay ist halt. Also wenn wir jetzt da mega Ausreißer hätten oder Registrierungsprobleme, irgendwelche Scans lassen sich gar nicht registrieren, also sind komplett kreuz und schief. Genau. Das habt ihr ja gesehen, das gibt's ja nicht. Genau. Ja. Ja, wenn ihr dazu Fragen haben solltet, postet es einfach in die Kommentare unten oder kontaktiert uns. Ja. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ja, sagt Fabian und Erik.